Und schon wieder zurück bei DSA, der Schicksalsklinge, immer noch im Gespräch mit Asgrim Thorboltsson, das ich jetzt wieder hergestellt habe. Ja, und ich bin nochmal hier, weil ich, er ist ja letztes Mal, als wir ihn gefragt haben, dann wie es mit Hügelig weiterging, ist er ja ziemlich ausgerastet, hat uns ein paar Namen genannt. Mich würde einfach mal interessieren, was er sagen würde, wenn wir uns noch ein bisschen mehr für, naja, seinen Großvater interessieren würden. Der olle Asgrim hat sich bis nach Hause durchgeschlagen, ganz allein. Ja, und wie ging's weiter? Naja, das ist das Ende der Geschichte. Asgrim hat sich hier in Breda niedergelassen, um auf seine alten Tage zur Ruhe zu kommen. War ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Ein paar Jahre später ist er dann gestorben. Aber so endet es ja mit allen von uns, ob Held oder nicht. Tja, und was wisst ihr noch über Hügelig? Hügelig, immer reden alle nur, okay, er wird, Jore Arensen ein Otter hier, und Ragnar Finrujas Dotter. Vielleicht glaubt ihr den Leuten in Witsand. Witsand hatten wir aber auch schon, ne? Genau, die beiden hatten wir schon. Schließlich sammelt er sich wieder entschuldigt, aber manchmal geht es mit meinem Temperament durch, sagt er so leise, dass man es kaum noch hören kann. Ach, was soll's, das passiert doch jedem Mal. Wenn ihr es nicht so tragisch nehmt, bin ich ja beruhigt. Soll ich euch noch was zu trinken bringen? Einen noch. Ihr trinkt noch einen Becher von Asgrims selbstgebrautem Bier und verabschiedet euch dann. Schade, naja, es hat mich sehr gefreut. Kommt ruhig wieder vorbei, wenn ihr mal zufällig in der Gegend seid, sagt Asgrim und bringt euch zur Tür und ist sichtlich um eine höfliche Verabschiedung bemüht. Na gut, das war jetzt nicht so ertragreich, hierher zu kommen, aber das bedeutet, ich kann wieder einen Namen auf der Liste durchstreichen. Durchgestrichen. So. Das bedeutet, wir können uns jetzt auf den Weg machen. Jetzt muss ich nur noch mal meine schlaue Karte aufrufen. Einen Moment, damit wir wissen, also an Torwahl kommen wir sowieso vorbei, dann kommen wir natürlich auch an das Pota vorbei. Das ist natürlich ein wundervoller Zufall. So, wir müssen nach Tosklanek, Witsand, Hjalsingor, Warenheim, Fexkaer und Ottaje. Fexkaer ist die ganz andere Richtung, das ist komplett im Nordosten. Und ansonsten, Klanek und Tos sind da oben. So, Hjalsingor ist da auf der... Wo ist denn Hjalsingor? Ich find's gerade nicht. Moment mal. Oh, Witsand ist noch weiter oben. Okay, da müssen wir dann in die Ecke da. Das ist okay. Dann können wir nämlich... Dann können wir Tos, Klanek und Witsand in einem abhandeln. Das ist die gleiche Region. Dann Warenheim, da kommen wir gleich dran vorbei. Achso, das war ja Elaine Windbeck, genau. Mit der hat man ja schon gesprochen. Die hat uns ja den Auftrag gegeben für den Tempel des Namenlosen auf Hjalland. Hjalland ist da. Okay. Hjalsingor ist... Oh Gott, das ist ja... Naja, super. Da waren wir mit dem Schiff unterwegs. Da sind wir dran vorbeigefahren. Das wird eine lange Reise nach Hjalsingor. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So, wir machen uns erstmal auf den Weg nach Thorwahl, damit wir vielleicht mal ein bisschen was von unserem Zeug loswerden können, das wir nicht mehr brauchen. Dann machen wir uns natürlich zurück auf den Weg nach Tjöla und von da aus dann nach Thorwahl. So, wie immer erstmal Kräuter suchen, ganz wichtig. Wir haben ja so wenig davon. Ich bin gespannt, wie viel das dann letztlich wird, wenn wir es in Thorwahl tatsächlich auch mal verkaufen können, das ganze Zeug. Nein, komm, jetzt. Ich habe doch gerade eure Reise erst angefangen, bitte. So, hier ist ja nur die Fährstation. Wir müssen wieder über den Fluss drüber. Zack, und bitte wieder, wie immer, beeil dich. Wir haben es eilig. Mach hin. Ist ja nicht so, als könnte ich hier Zeit verplempern bis zum geht nicht mehr. Und ich glaube, da unten geht's nach Thorwahl. Ja, dann können wir nämlich in Thorwahl erstmal. Ja, gut. Ich hätte vielleicht in Tjöla schlafen sollen, aber dann hätte ich jetzt keine Chance gehabt, Kräuter zu suchen. Eine Tonnisblüte, immerhin. So, und dann... Kein Überfall von Orks, gar nichts. Willkommen zurück im Thorwahl. So, wo war nochmal der Waffenhändler? Der war hier irgendwo ganz anders, ne? Nein! 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 Ich lasse das nicht zu! Es dauert eine Zeit, bis Brüder etwas merkt und dann ist es schon fast zu spät. Der Dieb, der eben den Geldbeutel entwendet hat, ist fast um die nächste Ecke. Das wirst du bereuen, wenn ich dich habe. Das habt ihr doch wohl hoffentlich selber nicht geglaubt, einen Taschendieb auf seinem eigenen Terrain zu fangen, oder? Aber das Geld scheint noch da zu sein. Was ein bisschen kurios ist. Das... ich...
Moment, das muss ich gleich mal überprüfen. Wir hatten irgendwas um die 1790 Goldmünzen. Und wenn das Geld jetzt noch da ist, dann ist ja alles in Ordnung. Hier war der. Grollo. So, warte mal. 1700? Ja, der Taschendieb hat anscheinend nichts geklaut. Ja, ich beschwere mich jetzt nicht darüber. Also das wäre ja sinnlos. So, weg mit dem Schwert und weg mit dem Dolch. Rapier, Dolch, Dolch, Schwert. Schwert, Dolch. Weil er hat dann das Kurzschwert, den Wurfstern, den muss man natürlich noch an Rayada weitergeben. Und das waren die Sachen, die wir geplündert haben, ne? Genau. Meine ich zumindest. Die beiden Schwerter hatten wir ja noch im Inventar. Und wir haben ein Schwert, genau. So, bei ihm, er behält den Silberstreitkolben für 22 Dukaten und verkauft den normalen Streitkolben sowie die Orknase. Er hat ja aktuell eine Orknase, genau. So war das geplant. So, sie hat eine Orknase in Händen. Eine kann sie verkaufen. Ich hoffe, das ist jetzt auch die richtige, sonst raste ich nämlich aus. Aha. Gut, den Kräuterhändler müssen wir noch suchen. Die Sichel behalten wir natürlich. Hier hat sie jetzt ihren Dolch, ihre Wurfsterne und das war's auch. Und er hat, glaube ich, nichts mehr, was wir... Ne, das war's dann. 42 Dukaten bekommen wir wieder oben drauf. 5% würde ich gerne erhandeln. Ja, danke schön. 44 Dukaten. Und schon sind wir wieder bei 1833. Dazu nochmal erwähnt haben, dass die Zahl nochmal auf der Zunge zergeht. So. Jetzt müssen wir nur noch mit ihr ein paar Sachen loswerden. Die hat nämlich weit, weit, weit zu viele Kräuter im Inventar mittlerweile, die wir alle nicht wirklich so brauchen. Ne? Also wir haben jetzt noch keine großen Schwierigkeiten gehabt mit Kräutern oder mit Krankheiten. Einmal hatten wir, glaube ich, einen Dumpfschädel, aber den haben wir ja behandeln können. Und ansonsten haben wir ja dreisterweise geladen. Muss ich nur noch gucken, wo war die Kräuterhändlerin? Er war es nicht. Er war einer von den freundlichen Torwalern. Geöffnet von 8 bis 19 Uhr. Haben wir schon wieder so spät? Ja, wir haben schon wieder so spät. Gut, ab in die Taverne zu den vier Winden. Und ich möchte gerne ein Zimmer mieten. So, Zimmer mieten. Suite für eine Nacht. Dankeschön. So, schlafen. Dann kann der Konrad auch wieder ein bisschen regenerieren. Ich glaube, den Stabzauber, ich meine, den hätten wir geschafft, oder? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Nein, das ist leider nur eine Gemischtware. Ach, ich kannte mich mal so gut aus in Torwal und mittlerweile weiß ich nichts mehr. Da oben war doch noch was, oder? Ja. So, verkaufen. Valaria, bitte. Eieieiei. So, also die Krötenschemel kommen auf jeden Fall schon mal weg. Hiervon, von den Tarnelen, wollten wir ja jeweils zwei übrig behalten. Das wären... Ach komm, wir hauen 20 weg. So, halt. So, dann haben wir noch 13 übrig. Das sollte reichen. Dann haben wir zwei pro Person. Weil die Tarnelen sorgen ja dafür, dass wir, wenn wir im Dungeon ausruhen, also da ein Lager aufschlagen und vorher Tarnelen essen, dann regenerieren wir ungefähr so, als würden wir in einer Suite übernachten, was ich deutlich angenehmer finde. Hiervon können wir 12 verkaufen und hiervon können wir 11 verkaufen. Dann ist sie nämlich wieder auf dem Stand, den sie haben sollte. Hiervon können wir 4 Stück verkaufen und dann haben wir hier drüben ja noch die beiden Schuringknollen, können wir beide verkaufen. Und dieses Ding hier, die Tornisblüte für 21. Heuiei. Ja, das macht schon wieder 117 Dukaten. Das ist nur durch ihre Kräuter. Ne, was anderes verkaufen wir ja hier gerade nicht. Das sind nur ihre Kräuter, die wir verkaufen. 117 verdammte Dukaten. Und wenn wir jetzt noch 5% raushandeln können, dann bin ich glücklich. 123 Dukaten an Kräutern. Na, also mit Geld machen wir uns jetzt wirklich keine Sorgen mehr. Habe ich mir auch vorher schon nicht mehr gemacht, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Jetzt muss ich nur noch einen Gemischtwarenhändler finden, dann kann ich den Silberschmuck auch noch loswerden. Dann sind wir wieder gut vorbereitet und können uns auf den Weg zu den nächsten Kartenstücken machen, hoffentlich. Ach, das war ja die Gemischtwarenhändlerin da unten. Na, nicht du. Na, ja, so. Hier, genau. Können den Silberschmuck auch loswerden. Den hat Androsch, glaube ich, dabei, oder? Ja, weg. Gut, sind nur 3 Silberstücke pro Silberschmuck, aber... Besser als nichts, oder? So. Jetzt noch 5%. Nein, natürlich nicht. Das ist unfassbar. So. Jetzt sind wir hier in Torwal auch schon wieder fertig. Jetzt muss ich mal überlegen, wie kommen wir denn jetzt am besten? Wir müssen über... Ja, ist schade. Wir müssen natürlich über das Pota gehen. Ja, es ist schwierig. Erstmal nach Wermhag. Oh, Mist, ich hätte am Hafen gucken sollen. Nein, habe ich wieder nicht gemacht.
Ja, ich hätte tatsächlich am Hafen schauen sollen. Vielleicht kann ich auch in der nächsten Stadt nochmal am Hafen. Wir müssen eigentlich immer am Hafen schauen, ob sich irgendwas tut, ob wir da diese Dame finden, die immer mit dem Schiff unterwegs ist. Denn die hat ja auch noch Informationen. So, hier gibt's einen Hafen. Das heißt, da werden wir auch direkt mal flugs rüberschauen, ob wir im Hafen jemanden antreffen. Aber ich glaube nicht. Nein. Dann kommen die Schiffe erfragen. Wird nichts kommen. Na gut, dann eben nicht. Dann können wir getrost weiterreisen. Wie sieht's denn eigentlich mit unseren Rationen aus? 7, 4, 4, 4, 4, 4. Ja, das ist in Ordnung. Da kann man nie meckern. So, auf nach Warnheim. Wärmhag waren wir ja schon. Warnheim, genau, da war Elaine Windbeck. Kräuter suchen. Ja, und es läuft natürlich jetzt darauf hinaus, dass wir, nachdem wir jetzt so viele Informationen haben, ui, nochmal eine Schuhringknolle, die sind sehr teuer. Nachdem wir so viele Informationen haben, dass wir jetzt erstmal nochmal eine große Rundreise quer durch Torwahl, also durch die Region von Torwahl machen. Und dann irgendwann natürlich auch die Karte hoffentlich. In einiger Entfernung könnt ihr ein Gebäude erkennen. Ein Schild über der Tür weist es eindeutig als Herberge aus. Wollt ihr euren Tagesmarsch hier beenden? Nein. Ich werde nicht mehr in Herbergen nächtigen. Nicht, wenn ich nicht muss und nicht, wenn ich nicht dazu gezwungen werde. Wow. Also mit der Sichel ist sie nochmal deutlich besser geworden, was das Kräutersuchen angeht. Muss man ja mal sagen. So, in Warnheim würde ich jetzt gerne einmal speichern. Denn dann machen wir uns ja wieder auf den Weg nach das Boot da. Hier, im Travia-Tempel. So. Ja, wir haben eine große Rundreise vor uns. Das sind jetzt noch, wie viel sind es noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insgesamt 6 mit Zwaffnild Egilsdotter 7, die wir ja aber nur am Hafen finden können. 7 Leute, die wir noch aufsuchen müssen, bevor wir dann wirklich auch, glaube ich, alle Informationen zusammen haben. Also ich meine, wir hätten jetzt alle Informationsgeber. Oh, guck mal, wir müssen noch das Boot da. Ja, da mal hin. Ja, der Jäger wieder. Ich meine, wir hätten jetzt alle Informationsgeber. Da dürfte uns jetzt eigentlich, glaube ich, nichts mehr fehlen. Also zumindest, wir wissen, wo alle sind. Und uns fehlen aber noch ein paar Kartenstücke. Und wenn wir alle Kartenstücke haben, dann können wir uns auch langsam mal auf den Weg machen, um ja, die Schicksalsklinge tatsächlich zu suchen. Ich meine, ich bin so fair oder so offen, dass ich einfach mal sage, natürlich weiß ich ungefähr, in welche Richtung wir müssen und welchen Weg wir lang müssen. Aber das hindert uns ja trotzdem nicht daran, einfach trotzdem alle Kartenstücke zu suchen, einfach damit ich es mitbekomme. Hier ist nur noch Schnaps und Bier. Und vor allen Dingen auf dem Weg dorthin erleben wir auch noch das ein oder andere Abenteuer, ne? Landratten werden hier nicht gern gesehen. Hier hatten wir schon alles mitgenommen. Genau. So, dann wäre ja, hier hatten wir auch, also Bier und Schnaps, ne? Brauchen wir nie wieder. Ich meine nicht, dass wir es vorher gekauft hätten. Aber Bier und Schnaps brauchen wir nie wieder irgendwo zu kaufen. So. Ein Tischler. In einer großen Werkstatt sind gerade 3 kräftige Männer damit beschäftigt, einen neuen Mast für ein Drachenschiff anzufertigen. Der älteste der Männer kommt auf euch zu und fragt: Was sucht ihr hier? Bitte etwas mehr Höflichkeit, wenn es geht. Der Mann mit der großen Zimmermannsaxt grinst abfällig. Ihr seid entweder sehr dumm oder sehr mutig. Nur weil eure Axt größer ist als ihr? Na gut, Jungs, kommt her und bringt eure Äxte mit. Ja, ein paar Tischler umbringen, das ist doch die Aufgabe eines Helden, oder? Also wenn es etwas gibt, was heldenhaft ist, dann ist es ja wohl Handwerker töten. Guck mal, auf die Entfernung. Pfui! Natürlich nicht getroffen. Oh, das wird jetzt ein illustres Werferduell. So, Konrad bleibt immer hinten stehen. Ich mache jetzt auch nicht zu viel hier in das Boot, ne? Ich würde nur gerne ein paar Häuschen noch mitnehmen, wenn wir schon mal auf dem Weg sind. Wir werden hier mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal vorbeikommen. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Insofern müssen wir jetzt nicht die ganze Stadt schon wieder ausräuchern. Aber wenn man schon mal hier ist, dann kann man ja ein paar Häuschen mitnehmen. Brüder mit ihrer Super-Axt da, mit ihren 11 Schadenspunkten immer. Ja,
Ja, die ist jetzt ungefähr so gut wie Valaria. Es sagt schon viel aus, ne? Das ist über die Fähigkeiten von Fernkämpfern in der Schicksalsklinge. Mal 5 immerhin, ne? Guck mal. Er macht, tatsächlich ein bisschen weniger Schaden als mit dem Langschwert, aber ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen dafür, dass wir mehr plündern können. Denn Ludwig ist ja eigentlich unser Plündermeister. Der hat es mit dem Kämpfen eigentlich gar nicht so sehr. Also das kennt man auch aus der Hintergrundgeschichte vom Ludwig. Ja, der ist eher jemand, der, ich sage mal, gewaltlose Taktiken bevorzugt. Im Gegensatz zu Brüder. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Hör mal auf damit. So, beweg dich mal weg. Jetzt müsste er aber... Nein, doch nicht dahin, du... So. Jetzt müsste er aber durch Ludwig gebunden sein. Das heißt, er wird sich nicht weiter nach vorne bewegen, so wie das der andere gerade auf... Valaria macht. Da helfe ich mal schnell aus mit dem Zwerg. Jetzt ist er nämlich auch gebunden und sie hilft mal hier oben aus. So, du musst dich ein Stück zurückbewegen, dann kannst du nämlich auch wieder schießen. Ja. Aber der hat jetzt auch schon 3 Pfeile oder so in den Wanst bekommen und scheint davon nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Jetzt ist er beeindruckt. Da ist er vor Beeindruckung, ist er einfach mal in Stücke zerfetzt worden und hat sich entschieden zu platzen. So, dann können wir nämlich wieder nach und nach... Ja, es ist doof jetzt eigentlich, ne? Jeder kämpft hier gegen einen. Die Attacken können immer wieder pariert werden, wie das hier zum Beispiel gerade geschieht. Das ist eigentlich nicht so klug. Aber ich wollte jetzt zumindest meine Fernkämpfer beschützen gehen. Dann kann sie... Achso, pass auf, sie könnte... Ludwig müsste sich nur mal wegbewegen. So... Ja, der Zwerg mit seinen kleinen Stumpenbeinen, weißt du? Der braucht immer ewig, bis er bei den Feinden ist. Oh, 5? Gar nicht mal so schlecht. Bin stolz auf dich, Rayada. Langsam entwickelst du dich zu einem wirklich nützlichen Mitglied dieser Gruppe. Abseits von Tavernen, in denen du Flöte spielst. Was, wie ich gerade merke, ziemlich zweideutig klingt. Ist aber damit gar nicht gemeint. Sie spielt wirklich Flöte, also wirklich das Instrument, meine ich damit. Aber die Piraten hier, die halten auch alle ordentlich was aus. Ich meine, ich kann mich erinnern, wir hatten in dem Dungeon in Torval, in dieser komischen Festung, in dieser Kriegerakademie, da hatten wir auch einen Piraten getroffen und der war relativ simpel zu erledigen. Nach, glaube ich, 3 oder 4 Schlägen war der schon weg. Und im Vergleich dazu sind diese Piraten hier deutlich stärker. Das heißt, es gibt tatsächlich verschiedene Variationen von ein und derselben Gegnersorte, die wahrscheinlich sich immer ein bisschen darin unterscheiden, wie stark sie dann tatsächlich sind. Und wie viel sie aushalten. Der da oben zum Beispiel, der hält auch schon wieder ordentlich viel aus. Ah! Jawohl. Das wollte ich sehen. Abwarten. Warum ist Konrad 2-mal nacheinander dran? Hat der es sehr eilig? Oh, sie hat keine mehr. Okay, dann kann sie auch erstmal hier unten abwarten. Und sie kann eigentlich auch hier unten abwarten. Ganz ehrlich, da oben brauchen wir sie nicht mehr. Brauchen wir keine Bolzen mehr verschwenden. Wir haben jetzt dann 3 Krieger da oben um ihn herum stehen. Hat sich die Sache gleich auch erledigt. Hoffe ich. Aber er greift immer noch an. Er hat noch nicht zur Flucht angesetzt. Ja, offenbar ist das der Anführer von den Tischlern hier. Und das war's mit ihm auch. Ah, Plündergut, Plündergut. Ich meine nicht, dass wir es brauchen würden, ne? Wirklich nicht, dass wir es brauchen würden, aber... Ich kann einfach nicht anders. 3 Kriegsbeile, 3 Hämmer, Wurfbeile... Ja, nehmen wir natürlich alle mit. 3 Seile, 3 Hämmer, Wurfbeile nehme ich noch mit. Die kann man immer mal brauchen, Seile und Hämmer. Ja, drauf uriniert. Sozusagen. Gut, dann haben wir das auch ausgeräumt. Und wir können weiterreisen. Nämlich in Richtung... Ja genau, wir wollten ja da oben in die Ecke. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Warte mal. Wir können ja nochmal in die nächste Stadt. Nämlich... Nein, nicht hierhin. Das ist nicht gut. Warte mal. Wir müssen hier in diese Region. Hier oben hin. Hier sind nämlich 3 von den Städten, die wir untersuchen müssen. Das heißt, ich würde gerne hier hingehen. Und nicht nach Ottaje, sondern...
weiß gar nicht mehr, wie diese Stadt hieß da. Das müsste hier vorne sein. Ja. Rybon. Aber kamen wir von da überhaupt irgendwo hin? Das frage ich mich jetzt gerade. Rybon? Ja doch, davon... Na gut, es ist ziemlich abgeschieden auf der Karte. Tja, wir versuchen es einfach mal, oder? Auf nach Rybon. Ich meine, da ist jetzt nichts, wo wir verkaufen könnten. Europa ist sehr erschöpft, aber... Ja, vielleicht sollte ich auch vorher verkaufen und dann weiterreisen. Aber dann muss ich nach Otter hier und das ist doof. Das ist mir dann auch zu weit. So, dann machen wir es einfach so, dann nehme ich die Sachen mit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt zwischenzeitlich in Rybon nichts finde, wo ich ausgiebig plündern müsste. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Händler haben sie hier ja keinen, leider. Aber sie haben einen Tempel. Dann kann ich da nämlich einmal ganz kurz speichern. So, nehme ich hier. Speichern. Zack, zack. Dann machen wir hier eine ganz kurze Folgenpause und ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.